Hallo ihr Süßen und welcome back zu einem neuen Video. Wie stunning sehe ich aus? Oh mein Gott. Okay, das ist ein Travel-Vlog, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Es geht heute für mich nach Thailand. Wir sind das dritte Mal dort, ich freue mich unnormal. Oh, die Sonne blendet. Ja, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht, weil meine Kamera war leer. Und da war Frühstück. Das Frühstück war richtig, richtig gut hier. Ich muss jetzt noch eine Kooperation filmen. Sneak Peek liegt dort. Wir fliegen von Berlin nach Doha, nach Phuket. Ich freue mich. Oh, Urlaub ist so wichtig, Freunde. Urlaub ist so, so wichtig gerade. Also, Kooperation ist gefilmt. Ich muss jetzt noch meinen letzten Rest hier zusammensuchen. Ich habe meine Kamera bis gerade eben noch geladen weiter. Ich habe mein iPad noch geladen. Ich habe auch dummerweise, mein Kreatin ist in meinem Koffer. Und ich habe jetzt keine Lust, den nochmal aufzumachen. Und ich weiß auch nicht, wo da drin das ist. Und jetzt kann ich heute kein Kreatin nehmen. Das stört mich ein bisschen. Weil wir sind bis morgen um 5 unterwegs. Ja, meine Mutter meinte ganz anfangs zu mir, als ich mir die Kamera geholt habe, ja, pass auf, das zerkratzt wahrscheinlich. Jetzt renne ich immer mit so einer Oma-Kamerahülle rum, wo eigentlich auch so ein Band rum ist. Das habe ich mittlerweile abgemacht. Ich, Jenny, dachte, es wäre schlau, ohne Jacke zu gehen. Sonne, es ist mir kalt. So, wir sind jetzt am Check-in. Sind wir am Check-in? Wieso können wir nicht weiter vorgehen? Ach so, okay. Ja, wir stehen trotzdem am Check-in. Und dann geben wir unsere Koffer ab. Und dann machen wir entspannt, weil wir fliegen erst in one second. 2,5 Stunden. Also wir stehen jetzt am Security Check-in. Seit locker eine Stunde gefühlt. Nein, so lange auch nicht, aber 30 Minuten. Und es geht gefühlt auch einfach gar nicht vorwärts. Ja, wir haben by the way noch, ich habe vorhin falsch gerechnet, wir haben jetzt noch ungefähr 3 Stunden. Ich habe Hunger. Ich habe zwar auch vor 3 Stunden gefrühstückt, aber ich habe halt auch schon wieder sehr Hunger. Deswegen hätte ich jetzt gern was zu essen. So, wir sind jetzt auch durch den Zoll durch. Wir waren noch ein bisschen im Duty-Free-Shop, ein bisschen essen und so. Den Flug. Und jetzt habe ich gerade was zu essen bestellt, weil ich übelst Hunger habe. Das ist auch jetzt schon 13.42 Uhr. So, wir sitzen jetzt am Gate. Dann warten wir doch, dass wir nicht ausgerufen werden, das wäre schlecht. Dass wir keine Angst mehr, dass wir den Flieger besteigen können. Ja. So, dann finally im Flieger angekommen. Habe ich erst ein bisschen Skincare gemacht, noch ein bisschen gelesen und so weiter. Und noch meine Kooperation, die ich vorher gefilmt hatte, zu Ende geschnitten. Und dann wollte ich eigentlich nur noch schlafen gehen. Ich wollte gerade mein... oh mein Gott, ich wollte gerade mein Nackenkissen aufmachen, weil ich da immer drauf schlafe. Und ja, lustige Geschichte, das kann man irgendwie nicht mehr so richtig erkennen, dass es mein Nackenkissen war. Und zwar, Sekunde. Ja. Es ist jetzt 20.13 Uhr und wir müssen im Moment ein bisschen landen. Ich habe ein bisschen gelesen, ein bisschen Musik gehört, ein bisschen geschlafen. Und ein bisschen Grey's Anatomy weitergeschaut. Und es ist so krass, wenn man rausschaut, okay, jetzt nicht mehr. Aber es ist hier alles so heftig beleuchtet. Oh, wir sind gelandet in Doha. Ich sehe richtig wrecked aus. Ich habe mittlerweile auch keinen Dutt mehr, sondern nur einen Zopf, weil das war so ungefähr. Und ja, wir wissen noch nicht, welchen Gate wir müssen. Das kommt jetzt nur 0:15 Uhr. Ich bin so noch ein bisschen geschockt und ein bisschen gegessen.
gerade. Ich hoffe, gerade ist niemand, weil dahinter laufen alle Menschen lang. Und ich habe bisher gesehen, dass man einfach eine Kamera greift, aber ist egal. Wir belegen, dass sie stehen bleibt. Ja, wir haben jetzt noch in 5 Minuten unser Gate angesagt und dann haben wir aber nochmal 2 Stunden, bis wir losfliegen. Ich habe im Duty Free Store einfach so übelst gehypten Drunk Elephant, Rosie Drops, whatever. Dazu gibt es ja auch diesen Bronzer, das ist halt der Blush dazu. Der Bronzer, der war leider ausverkauft, aber ich versuche den auch noch irgendwo zu kriegen. Aber das sah auf jeden Fall mega hübsch aus. Ich habe mir noch irgendwie was essen, aber es ist irgendwie alles grundlos teuer. Wir haben von diesen 3 Smoothies irgendwie über 20 Euro bezahlt. Wir sind jetzt so, keine Ahnung, in dem Raum, bevor man ins Flugzeug geht. Und Leute, ich bin so müde. Ich bin so, so müde. Ich freue mich richtig gleich zu schlafen im Flugzeug. Es ist noch eine Stunde vor, bis wir bisschen losfliegen. Und dann ist es nochmal 6,5 Stunden Flugzeug. Bis jetzt deutscher Zeit. Zimmer ist noch nicht fertig, deswegen sehe ich jetzt noch so aus. Ich dachte mir, gebe ich mal eine kleine Roomtour, bevor ich auspacke. Wir haben hier so eine kleine Küche, das ist da so ein Schuhraum, das ist so ein Wohnzimmer. Hier ist mein Zimmer, das ist mein großes Bett. Und dann ist hier so ein Pool, super cool mit so einem Ding, wo man sich so runterlassen kann. Wenn wir ins Badezimmer kommen, dann erstmal eine Badewanne, dann irgendwie 2 Waschbecken, keine Ahnung. Hier ist eine Dusche, die ist halt drin. Ist auch schon riesig. Und dann gibt es, wenn man nach draußen geht, noch eine Dusche. So schön. So, ich werde mich jetzt mal ranmachen und meinen ganzen Koffer auspacken. Mein Gepäckskoffer ist dann kaputt gegangen auf dem Weg hierher anscheinend. Da ist der Henkel so abgerissen. Ich habe ein sehr wackeliges Stativ gemacht, weil es ein bisschen Angst ist, dass es auseinanderfällt. Aber das geht schon. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht. Als erstes schmiert man es jetzt einfach ab. Weil ich habe das Make-up auf jeden Fall viel zu lange drauf. Ich nehme jetzt den Ole Henriksen Daily Truth Juice Cleanser. So, da ich eh gleich duschen gehen werde, mache ich jetzt nicht mehr, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr viel besser an. Ist das Stativ, was ich gebaut habe. Mega, oder? So, ich habe mich jetzt fertig gemacht fürs Abendessen. Make-up bekomme ich auf TikTok mitgefilmt und das ist mein Outfit. Jetzt! So, ihr Süßen, ich bin gerade wieder aufs Zimmer gekommen und werde mich jetzt abschminken und dann schlafen gehen, weil ich bin voll müde. Und ich bin jetzt schon ewig wach. Ich freue mich total, morgen noch schlafen zu können. Und dann werde ich mich morgen auch gleich ransetzen und dieses Video hier schneiden. Und dann versuchen, dass das so schnell wie möglich für euch online kommt. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und kommentiert gerne andere Video-Wünsche und Video-Ideen, die ich vielleicht hier noch umsetzen kann. Oder auch, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, bleibt mir nur, was ihr sehen wollt.